Diese neue Entdeckung eines internationalen Forschungsteams könnte ganz neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnen. Beispielsweise könnten Hightech-Materialien von Computern und Smartphones enorm verbessert werden. Denn Fachleute aus Spanien und den USA haben jetzt ganz neue Eigenschaften von Licht aufgespürt. Konkret können sie sogenanntes Korkenzieherlicht produzieren, dessen Bahndrehimpuls sich mit der Zeit verändert. Lichtstrahlen also, die eher einem Croissant als einem Korkenzieher ähneln. Das Licht, das diese Eigenschaften besitzt, ist tatsächlich eine absolute Sensation. Klickt zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal. Nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Um eines direkt am Anfang mal klarzustellen, Licht ist nicht gleich Licht. Erst wie wir Menschen durch unsere technischen Möglichkeiten mit dem Licht umgehen und seine Eigenschaften manipulieren, können wir es als vielseitiges Mittel zum Zweck nutzen. Was ich damit meine, die Polarisation des Lichts beispielsweise wird durch die Schwingungsrichtung beeinflusst. Die Energie und Wellenlänge der Strahlung entscheidet dagegen über die Lichtfarbe. Auch wie sich die Lichtteilchen, die Photonen bewegen, ist entscheidend. In Laserstrahlen beispielsweise geschieht dies im Gleichen. Eine weitere Eigenschaft von Licht ist extrem spannend, und zwar ist vom sogenannten Bahndrehimpuls, im Englischen Orbital Angular Momentum, OAM, die Rede. In der Fachsprache wird damit die Eigenschaft von Licht bezeichnet, die besonders exotische Strahlformen hervorbringt. Die Lichtwelle dreht sich bei ihrer Ausbreitung somit spiralig um ihre eigene Achse. Dieses Licht wird auch als Korkenzieherlicht bezeichnet, und das macht seinem Namen alle Ehre. Schließlich ist die Rede von einer schraubenförmigen Welle. Ein spanisches Forschungsteam konnte jetzt in Experimenten beweisen, dass sich dieser OAM variieren lässt, denn sie entdeckten nun Lichtstrahlen, deren Bahndrehimpuls sich mit der Zeit ändert. Dazu heißt es in der aktuellen Studie: Im Prinzip kann man sich diese exotischen Lichtimpulse als eine Abfolge von Photonen vorstellen, deren Bahndrehimpuls sich jeweils gegenüber dem Vorgänger erhöht. Die Metapher des Korkenziehers oder der Schraube hat somit also ausgedient. Das Forschungsteam selbst vergleicht die Lichtstrahlen eher mit der Form eines Croissants. Es entsteht ein Effekt, den die Fachleute als Self-Talk bezeichnen. Das bedeutet quasi so etwas wie Selbstverdrillung, was tatsächlich auch schon in anderen Systemen der Physik zu beobachten ist, beispielsweise in der Elektrodynamik und auch in der allgemeinen Relativitätstheorie. Dennoch, die aktuelle Entdeckung ist eine Sensation, denn dass auch Licht diese Eigenschaft besitzt, war bislang unbekannt. Die Entdeckung gelang dem spanischen Forschungsteam zunächst nur durch die Analyse theoretischer Modelle, später dann aber auch der Nachweis in der Praxis. Die Modelle legten nahe, dass sich OAM-Licht erzeugen lassen müsste, das eine solche verändernde Windungsdichte hat. Zudem ließen die Modelle auch den Schluss zu, auf welche Art und Weise der Self-Talk-Effekt nachzuweisen ist. Möglich wird dieser Nachweis nämlich durch den sogenannten Frequenz-Chirp, eine Veränderung der Frequenz im Lichtkorkenzieher. Denn dieser Chirp, umgewandelt in hörbare Frequenzen, würde im menschlichen Gehör einen abfallenden oder ansteigenden Ton bedeuten. Doch das alles ist viel einfacher gesagt als getan, dazu der US-Forscher Kevin Dorney. Zunächst hat uns dies einiges Kopfzerbrechen bereitet, denn schon das OAM-Licht zu erzeugen ist alles andere als trivial. Doch die Experimente gelangen tatsächlich. Die Fachleute erzeugten zwei Strahlen von Korkenzieherlicht, die sich nur in einem Bahndrehimpuls unterschieden. Durch deren Überlagerung in einer sich überschallschnell ausdehnenden Wolke aus Argongas gelang dem Forschungsteam der Erfolg, denn so entstand tatsächlich Licht mit Self-Talk. Strahlen von energiereichem UV-Licht, charakterisiert durch sich verändernde Schraubenwindung. Die Änderung der Windungsdichte gelang in der Praxis also genau wie in den theoretischen Modellen vorhergesagt, durch die Erzeugung eines veränderlichen Tons. Eine kleine Sensation dazu, die verantwortliche Forscherin Laura Rigo: Das ist das erste Mal, dass jemand diese neue Eigenschaft des Lichts theoretisch beschrieben und sogar beobachtet hat. Damit haben wir demonstriert, dass Lichtstrahlen mit zeitabhängigem Bahndrehimpuls erzeugt werden können. Somit gelang es den Fachleuten also, eine neue Eigenschaft von Licht aufzuspüren, und das Ganze ist nicht nur interessant für die Grundlagenphysik, es eröffnen sich auch neue spannende Anwendungsmöglichkeiten, denn Materialien und Moleküle auf Nanoebene könnten so auf ihre dynamische Struktur untersucht werden. Interessant ist das vor allem im Hinblick auf Hightech-Materialien für Smartphones und Computer. Extrem spannende Aussichten für die Zukunft. In die schaut ja Dr. Watson regelmäßig und erklärt, wie man Licht kontrollieren kann. Unbedingt anklicken, unbedingt anschauen und
unbedingt Dr. Watson abonnieren. Es lohnt sich, kann ich nur sagen. Bis dann. Bleibt dran.